Herzlich willkommen, Jungs und Mädels, zu einer weiteren Folge von Deus Ex Making Divide. So, wollen wir mal telefonieren? Gut, wir müssen reden, mein Sohn. Was ist denn los, Seraph? Weshalb die sichere Vidcall-Nummer? Ich habe mir Anlage 451 angesehen. Es war eine Behandlungsklinik, wie es sie nach dem Zwischenfall zu Dutzenden gab. Augmentierte sollten sich dort erholen und gesund werden. Aber es waren eher Gefängnisse. Und? Und ich glaube nicht, dass sie ihre neuen Augs dort bekommen haben. Sie sagten, man hätte sie kurz nach Panchaya in die Klinik eingeliefert. Aber ihr Name steht nicht auf der Liste. Und auch nicht auf anderen Listen mit Überlebenden. Ich wurde als John Doe geführt. Niemand wusste, wer ich war. Das hätte man leicht rausfinden können. Ihre Augmentierungen haben Seriennummern. Zumindest die, die Adam Jensen von mir hat. Olaf? Weiß, ob die Augs aus Alaska kommen. Das heißt, dass alle meine Augs neu sind, auch die von Ihnen? Was macht Sie so sicher, dass diese Augs nicht aus Alaska kommen? Orloff war dort, ich habe mit ihm gesprochen. Sie sagten, er hat sich McFadden genannt. Ich habe recherchiert. Casper McFadden hat vor dem Tag Ihres Erwachens nicht existiert. Und das war einen Monat vor Ihrer Flucht aus der Anlage. Okay, und wo war Orloff? Nicht in Alaska. Er war eine Weile bei Taeyong Medical und im Frühling 2028 taucht sein Name ein- oder zweimal im Baltikum auf. Dann verschwindet er und McFadden taucht auf. Und was beweist das? Orloff ist McFadden und McFadden ist Orloff. Es gibt keine Verbindung zu mir. Außer den Augs, die Orloff entworfen hat und die sonst niemand einbauen kann. Von der Kompatibilität mit einem anderen System gar nicht zu reden. Soll das heißen, dass alle meine Augs neu sind? Auch die von Ihnen? Das soll gar nichts heißen. Ich sage nur, dass alle Augs von uns Registrierungscodes hatten, die leicht zu verfolgen sind. Ich kenne meine Augs, Seraph. Erst nach 2 Jahren hatte mein Körper sich daran gewöhnt und konnte ihr volles Potenzial nutzen. 2 Jahre? Wirklich, Adam? Eins davon haben Sie angeblich in Alaska im Koma gelegen. Ich sage doch nur, dass man Sie problemlos hätte identifizieren können. Aber aus irgendeinem Grund geschah das nicht. Was wollen Sie mir sagen, Seraph? Es tut mir leid, Adam. Da gibt es nichts zu sagen. Einige Schlussfolgerungen müssen Sie für sich selbst ziehen. Ich weiß nur eins. Je tiefer ich grabe, desto mehr Fragen habe ich. Orloff hatte vielleicht die Antworten, aber sobald sie wussten, dass er in Prag war, dass er immer wieder mal dort war, seit sie für die TF-29 arbeiten, hat ihn jemand getötet. Sagen Sie mir, was das alles bedeutet. Kann ich nicht. Noch nicht. Wenn Sie es rausfinden, rufen Sie mich an. Bis dahin... Passen Sie auf sich auf, Adam. Seien Sie vorsichtig. Danke für die Hilfe, Seraph. Extrem mysteriös. So, gucken wir mal nach den Nachrichten. Ihre Anhänger nach einer umfassenden Untersuchung im Hauptquartier des Kultes festgenommen. Wenn Sie mich... Ja, Allison wurde halt festgenommen, genau. Oder? Ja, hier die... Ihr wisst schon, die die Bomben gebaut hat. So, interessante Orte ist nichts, Nebenmission ist nichts, nur noch die Hauptmission. Also ins Rotlichtviertel. Einen Punkt haben wir noch, machen wir die Augmentierung hier auf voll. Na, es kostet auch noch Energie. Es läuft schon wieder Werbung, ne? Machen wir aus die Kiste. So.
So. Hatten wir hier ein Safe? Nee, oder wie war denn das? Ja, hier. Oder haben wir eh nichts groß drin? Also ein bisschen was, aber... War irgendwie alles noch nicht so wirklich gebraucht. So. Dann wollen wir uns mal auf den Weg machen zur Hauptmission. Ab ins Rotlichtviertel. Ach, bei dem könnte ich mal ein bisschen was verkaufen. Du willst Waffen, ja? Du willst Waffen? Könnte interessant. So, einkaufen. Quatsch, nicht so viel. So. Wollen wir mal gucken. Verkauf erstmal. Die behalten was anderes ein Sammelobjekt. Der Wasserschrotflint ist, glaube ich, auch ein Sammelobjekt. Betäubungsgewehr lassen wir auch mal drin. Das ist ein Verkaufsobjekt. Das Bier auch. Neuroprotein auch. Ja. Was haben wir beim Kauf? Lasersystem, Zielfernrohr. Das ist ja cool. Standardgewehr könnte man da jetzt umbauen. Mit Zielfernrohr und sowas allem drauf. Taktische Schrot. Verbrauchsobjekt. Stims. Biozellen brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar. Ich meine jetzt mit Praxiskits hat er. Wunderbar. Zubehörteile nehmen wir auch noch mit. Können wir mal gucken, ob wir unsere Knarre mal wieder aufleveln können. Irgendwo Schlafmunition? Ne. So gehen. So, dann wollen wir mal gucken. Praxiskit haben wir jetzt natürlich wieder einen Punkt gekriegt. Ah ja, das war das mit dem Landesystem. Icarus Landesystem. Das hatten wir gar nicht ausgerüstet. Das war dann wahrscheinlich durch die Beine. Das war durch den Fall nicht so. Retina, ja, ist mal jetzt auch noch fertig. So. Noch einiges, was wir hier aufleveln können, müssen, dürfen. So. Achso, hier müssen wir wieder raus. So, dann wollen wir mal. Ah, hier kommen wir ja relativ fix durch. So. Ah, jetzt wieder durch den U-Bahn-Schacht. So. Hier oben. Ab ins Dwarfviertel. So, dann gehen wir mal hoch. Ach, das kann man greifen, echt? Ist ja geil. Dann packen wir das Ding doch weg. Haben wir doch damit keine Probleme mehr. Komm, ich pack mal hier in die Ecke. Dann störst du nicht. Ist das cool. Ins Drelly-Gebiet, na toll, ins Rotlichtviertel, genau. Da hatten wir aufgehört. Jetzt hier raus und dann irgendwo da hinten lang. Sehr schön, wenn du das schon vorher anzeigen könntest. Ja. Ah! Okay, geradezu und dann links. Dann werden wir hier mal schnell durch müssen. Ohne dass wir hoffentlich gesehen werden.
Ah, ist ja schön. Erstmal, dass nicht so lange reicht. Das ist ja wahrscheinlich so gar nicht in die... Wie sind wir hier? Na toll. Genau, wir müssen da hinten in das Rallye-Gebiet. Mal gucken, vielleicht können wir dann hier von hier hinten irgendwie... Naja, wir gehen vorne wieder raus, wenn es aufgeladen ist. Kann sich das nicht mal ein bisschen schneller aufladen? Ich habe das zwar schon eingestellt, dass es das schnell auflädt, aber... Das braucht ja hier wirklich noch ein bisschen. So, hier hoch. Jensen, sind Sie noch am Leben? Ja, hab gerade das Rotlichtviertel erreicht. Was ist mit dem Durchsuchungsbefehl? Die Staatspolizei telefoniert nicht mal mehr mit mir. Ich fürchte, Sie sind diesmal allein. Wie immer. Aber ich schaff das, keine Sorge. Hast du das gehört? Ich komme mit. So. Sind drinne, sind zwar misstrauisch, aber haben mich noch nicht gesehen. Was sehr gut ist. Hier sind die Dwellies oder das Dwelly-Gebiet. Zugangskarte haben wir leider nicht. Und es ist gesperrt. Ah, toll. Also können wir wahrscheinlich nur Stress schieben. Die Tür kriegen wir zwar auf, aber das ist nicht so gut. Ich hätte das lieber etwas anders gelöst, die ganze Sache. Ja, da werden wir wohl durch müssen, wa? Granaten müsste das, glaube ich, mal funktionieren. Oh. Ich habe die Granaten voll unterschätzt, aber sowas von. So, jetzt sind die natürlich auf Trouble. Ist ja klar. Ich meine, wir haben denen jetzt erstmal die Haustür weggebombt. Das war wahrscheinlich nicht besonders nett. Jetzt stehen die auch noch alle davor. Das könnte mal echt ein Schwein sein und könnte den einfach so eine Granate von Latz knallen. Einen habe ich weggeblasen. Oh doch, das hat doch ganz gut geklappt. Alter Schwede. Oh, nicht schlecht. Ich wollte zwar jetzt nicht so eine übelste Zerstörung anrichten, aber anscheinend ist es wohl Zeit dafür. Kann ich das nicht umändern? Hier geht jetzt nur die Panzerbrechende. Ah, ist auch panzerbrechend. Das ist die einzige, die jetzt noch normales hat. Typen die Ausgangssperre respektieren? Auf eigenem Gebiet? Sie drücken sie eher durch. Also Vorsicht. Ja, genau das habe ich mir gedacht. Nee? Ja. Okay. So. Du liegst erstmal eine Runde. Ist hier irgendwo noch eine Waffe liegen? Ja. So. Du wurdest erstmal komplett außer Gefecht gesetzt. Auch sehr schön. Aha, okay. Kofferraum erstmal so ein Stimpack. Der Kofferraum hat sich jetzt wohl irgendwie erledigt. Na gut, das Auto hat sich auch erledigt. Boah, hier liegen so ein paar Leichen rum. Ich weiß gar nicht wieso.
Frage ist, wo wir jetzt hin müssen. Wahrscheinlich da, wo die Gegner sind, gehe ich mal davon aus. Okay, mit der Batterie können wir hier oben aufs Dach. Wäre auch eine Möglichkeit. Dann packen wir mal eine rein. Gehen mal hoch und dann gehen wir mal aufs Dach. Dann räumen wir die Bude von oben aus leer oder was? Vielleicht müssen wir auch nur nach oben. Bist aber schön nach oben, also so gut wie gar nicht. Komme ich hier rein? Nee. Ah, ich kann ja durch. Das macht natürlich keinen Krach. Nee. Ja, ich falle auch erstmal 30 Meter wieder nach unten. Sehr schön. Sehr sinnvoll, aber lass mal sein. Auf jeden Fall gibt es interessante Wege in das Gebäude. Drücken wir es mal so aus. So, wir lassen Automatik drin, die normale auch. Schalldämpfer haben wir drauf. So, dann haben wir unsere Batterie wieder zurück. Machen wir wieder auf. Oh, der verträgt doch eine Menge. Durch den Schalldämpfer wahrscheinlich. Das war total verrückt. Wir müssen wirklich nach oben. So wie das hier aussieht. Da ist eine Kamera. Da müssen wir uns mal vorbeischleichen. Jensen, Marchenko muss doch einen Deal abschließen, richtig? Mit den Dvelis, ja. Ist nicht gerade viel, ich weiß. Schon möglich. Aber diese Typen sind die besten Schmuggler der Welt. Das heißt, gefälschte Papiere. Vielleicht finden sie was im Büro vom Boss. Wenn ich das Büro finde. Heilige Blut. Zack, weg. Ach, die wollte ich doch nicht. Ich wollte doch die andere hier. Genau. Zack, komm. Mach mal rein hier. So. Deine Waffe ist unter dir, oder was? So, dann müssen wir mal gucken, dass wir das Büro finden. Suche läuft. Mal schlafen gelegt. Boah. Der ist meine Fahne verloren. Den hat er aber übel runtergeboxt. Ach Gott. So. Und mal gucken, was können wir denn hier so schönes noch anstellen. Gucken wir mal in das Sicherheitsding. Ging aber ohne Probleme. So, Kameras aus. Roboter. Teambeschuss. Kein Feind, kein Signal. Gesperrt. Ein
Es ist ja jetzt eigentlich gut abgehen durch den Teambeschuss, wenn denn da unten rumläuft, wo die anderen sind. Falls das so der Fall ist. Gute Nacht. Oh Gott, die haben uns gesehen. Ich war zu nah an der Brüstung, als ich ihn ausgeschaltet habe. Praktisch die Privatgeschichte. So. Wenn wir wo unten lang müssen. Die restlichen erledigen. Wahrscheinlich rüber ins Büro kommen. Sind wir hinter dem großen Saal? Da ist der Roboter, der ist ja jetzt auf unserer Seite. Da wollen wir gar nicht mehr lang. Das heißt, wir können jetzt hier runter. Haben Sie was gesagt, Boss? Nein. Wieso vertragt ihr denn so viel? Na, mal sehen, was haben wir denn hier? Freie Stellen. Batri, ich muss dich wohl nicht daran erinnern, wie wichtig Konstantins Arbeit für mich war. Ich brauche sofort Ersatz für ihn, bevor der Brontosaurus auf dumme Gedanken kommt. Teile mir bitte mit, ob du jemanden kennst, der für diese verantwortungsvolle Aufgabe geeignet wäre. Ich toleriere keine schlechten Behandlungen der Mädchen. Wenn einer von euch Arschlöchern eine Frau schlägt, kriegt er es zurück. Ist das klar? Außerdem erwarteten unsere Kunden frische Ware. Eure Omas suchen sich auf dem Markt ja auch Bananen ohne Druckstellen aus. Das ist auch gut. Ja, man sollte seine Ware nicht schlecht behandeln. Da stimme ich mit ihm überein. Hier ist ja ein Büro und hier läuft noch jemand lang. So, ausgeschaltet. Da ist er doch. Da ist er doch, der Boss. Der Big Boss. So, mal gucken, was steht denn in deinem PDA? Radek, du hattest recht. Ota plant irgendwas. Ein Jammer, dass er Wano eingeweiht hat. Der Mann hätte ein guter Soldat für uns sein können. Konstantin, ursprüngliche Nachricht. Boss, ich habe wie bevor in Radeks Computer gehackt. Sein Passwort ist Wincam. Gucken wir nochmal in der Security, was wir machen können. Vielleicht haben wir hier andere Zugriffsrechte.
So, also eine Tür geöffnet. Oder Display benutzen. Okay. Kann ich jetzt nicht wirklich was mit anfangen. So, sein Büro. Ey, es ist ein Marmorbrocken. Dieser Protz. Alter Schwede, ey. Das ist echt krass. Hat sich dann übrigens ein Marmorbrocken hingesetzt. Das ist ja nicht mal krass. So, Londoner Lieferung abgeschlossen. Bestätige letzte Rate überwiesen. Ihre Lieferung ist in Heathrow eingetroffen und hat den Zoll passiert. Unsere Leute werden mit dem Verladen in einen Truck 135 Minuten nach dem offiziellen Sonnenuntergang Londoner Zeit beginnen. Die Ware steht Ihnen im Empfangsbereich des Apex Center Abschnitt T199-4A rechtzeitig für die Safe Harbor Konferenz zur Verfügung. Miller, Matschenkos Ziel ist die Safe Harbor Konferenz in London. Gott, dort werden hunderte von Gästen sein. Wie schnell können wir handeln? Ich warne London und lasse Mac einen Plan zur Mobilisierung erstellen. Sie gehen nach Hause. Wir melden uns. Ich sitze Alex, heute. Das Ziel ist London. Die Dwelly schmuggeln Waffen und die Orchidee ins Apex Center. Scheiße, sie wollen Brown erledigen. Er ist ihr eigentliches Ziel. Ich habe nachgeforscht. Komm in mein Apartment und erklär's mir da. Ich sitze heute Abend in einem Zug schon vergessen. Abram Grinnen wird sich drum kümmern. Ursprünglich nach dich, Holler Konstantin. Sorge dafür, dass heute Abend alles glatt geht. Wir brauchen mindestens 5 Mädchen, die für unsere Lieferung in den Norden qualifiziert genug sind. Du weißt, was sie wollen, also verschwende keine Zeit. Wenn das Potenzial nicht da ist, wer es nicht schafft, wird wie üblich nach Moskau geschickt. Meine Freunde, die Filmproduzenten, suchen immer neue Talente. Oh, sie sind der Boss. Aber das Produkt ist nicht meine Sache, sondern die von Galois VK. Ich habe ihnen gesagt, dass sie deinen Laden in Ruhe lassen sollen, aber vergiss nicht, dass meine Freundlichkeit keine Freundschaft ist. Du versorgst mich mit dem Produkt und ich sorge dafür, dass du am Leben bleibst. Sehr nett. Nur damit das klar ist, über Dominiks Zukunft entscheidet nicht er und du schon gar nicht. Ich würde es ebenfalls begrüßen, zu unserem vorherigen Status der vollen Kooperation zurückzukehren. Aber solange du nichts tust, was ich verlange, wird die Kluft zwischen uns nur noch größer werden. Hallo Massa, ich mische mich nicht in die Familienangelegenheiten anderer ein. Was Dominik macht, ist seine Sache. Dennoch sei gesagt, dass die frostige Stimmung zwischen uns unseren Interessen nur schaden kann. Darum werde ich ihm aus Respekt vor dir eine Nachricht überbringen, aber es bleibt seine Entscheidung. Massa, du unterstützt Dominik. Dein Sohn hat sich einen Platz an meinem Tisch verdient und ich habe große Pläne mit ihm. Du sollst stolz auf ihn sein. Okay, jetzt haben wir unsere Infos. Jetzt müssen wir wieder zurück zu unserem Apartment. So, und irgendeine Tür haben wir da jetzt aufgemacht. Das war die hier. Da gucken wir mal, wo die uns hinführt. Oh Gott, ich habe das. Das eine habe ich nicht geskillt. Aber ich habe noch einen Punkt. Vielleicht kann ich es ja jetzt skillen. Ne, 2 Praxispunkte sind dafür erforderlich. Na super. Das ist, glaube ich, die Stelle aus dem Film. Aus dem Video eben. Das werden wir nicht überleben, wenn wir da runter. Das sind wie viel Stockwerk? 1, 2, 3. 4 Stockwerke. So, das funktioniert also schon mal nicht. Da runter springen wird nichts.
Dann müssen wir über den ursprünglichen Weg wieder raus, wa? Bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Hier sind die Toiletten. Die auf die Straßen der Hauptstadt überzugreifen drohten. Und dann Toiletten. Der Aufstand der augmentierten Massen war angeblich eine Reaktion auf Credits. Das haben wir noch gar nicht gehackt. Was haben wir denn hier? Gedenkfeier für Konstantin. Achtung, die Gedenkfeier für Konstantin, Java, sonst irgendwas findet morgen um 10 Uhr in St. Georg statt. Reddick bietet um Spenden für Frau und die beiden Jungs, die zwar nicht verpflichtend, aber wenn ihr Geld sparen wollt, braucht ihr gar nicht zu kommen. Und ich will euch alle dort sehen. Im Moment hat die Organisation viele Neuzugänge, vor allem Vettern aus Russland. Und ich habe gehört, dass einige von euch damit ein Problem haben. Lasst euch gesagt sein, dass die Dwelly Family kein beschissenes, puritanisches Relikt der alten Welt ist. Die neue Dwelly Familie ist ein Geschäft. Das Herz, das im Zentrum unserer Organisation schlägt, gehört zwar immer noch Larkov Dwelly, aber es pumpt nicht länger nur Dwelly-Blut, sondern auch das von Katlek, Botkovelli, Grinnen und Ivanov. Dadurch sind wir stark. Und dadurch überlebt der Name Dwelly. So ein Dreck wie gestern Nacht im Red Queen gibt es nicht mehr. Ist das klar? Falls es jemand von euch nicht passt, wie die Dinge hier laufen, kann er das gerne mit Radek Nikolatze persönlich klären. Alles klar. Der gehört ja zu uns. Den haben wir uns ja erzogen. So, hier können wir den langen Flur lang. Eh alle so gut wie ausgeschaltet. So, sind wir wieder in der Haupthalle. Und dann können wir hier raus. Oh, ein EMP. Naja, nicht ganz so schlimm. Wir sind ja raus. So, jetzt aus dem Dwelly-Bereich raus. Nehmen wir erstmal unsere Waffen ab. Und dann müssen wir jetzt hier wieder durchschleichen bis zum Apartment. Na super. Ah, toll, was ist denn mit unserer Batterie und Energie los? Die wird nicht mal weiter aufgeladen, oder was? Wahrscheinlich durch den EMP. So. Oh, Batterien helfen. Mir nach. Es lädt sich so langsam auf, das ist der Hammer. Ja gut, und hier mit dem Apartment, da kommen wir immer relativ easy hin. Das war ja nie so das große Problem. Hier unten müssen wir hin. So, dann laufen wir mal wieder durch den U-Bahn-Schacht. Ach ja. Wie viele Artgenossen es wohl hier unten gibt. Naja. So, gleich sind wir da. Tadam, 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 tadam. So.
hier auch irgendwo ein Terminal? Aber es haut die unterste eh kaputt. So. Gebiet gesichert. Rücke vor. Gut. Stellt sicher, dass wir nichts übersehen. Ich hasse solche Einsätze. Stopp schon, ich hab was gehört. Oh, wir sind gleich da. Das wird schon. So. Schnell hier reingehuscht und alles ist okay. Jetzt müssen wir mal gucken, wo hier die Treppen waren. Hier. Und dann wieder ab rein. Ins Zimmer. Oder wir können ja hier erstmal verkaufen. So, wieder ein bisschen Platz haben. So, Dialoge immer wieder überspringen, weil es sind immer leider dieselben. So, was hast du im Angebot? Ja, das nehmen wir mal mit. Es ist Bilder voll vertauscht, aber lass mal. Schöner Bug. So. Sturmgewehr kann erstmal raus. Das ist ein reines Verkaufsobjekt, das auch. Oh. Sto Sachen. Tars ist euer Mann. So, dann wollen wir ins Apartment. Wir haben uns geirrt, Adam. Browns finanzielle Lage ist nicht so rosig, wie wir dachten. Er verliert Billionen, wenn das Humanrestitutionsgesetz durchgeht. Das ergibt keinen Sinn. Millionen vertriebener Optis werden nach Abia pilgern. Und die Stadt kann sie nicht versorgen. Brown hat Investoren einen Traum von einem Unternehmensstaat verkauft, wo Gleichgesinnte sich selbst regieren und Investoren den Profit abschöpfen. Das widerspricht irgendwie dem Konzept einer Weltregierung. Und wenn es scheitert, gehen Brown, Santo und alle anderen, die den Illuminaten im Weg stehen, unter. Also wollen sie die Konkurrenzvision und ihr Augmentierungsproblem mit einem Schlag vernichten. Brown hat eine Kampagne gegen das Gesetz geführt? Ja, und anders als Rucker hat er das Geld und den Einfluss dazu. Was ist mit der Probe der Orchidee? Matschenko schmuggelt mehr davon nach London. Konntest du sie analysieren? Eine voll kranke Scheiße, Mann. Sie vernichtet eine bestimmte Proteinsequenz im Körper und stürzt dadurch das Immunsystem ins Chaos. Lebenswichtige Organe werden innerhalb von Minuten abgestoßen. Ruckers Tod muss furchtbar gewesen sein. Das war er. Es sah aus, als würden seine Augmentierungen aus dem Körper gepresst. Eine Art extremer Form von Abstoßungssyndrom. Die Orchidee ist ein Optikiller? Wie hast du dann überlebt? Ich nehme an, sie tötet jeden, aber irgendwas in meiner DNA macht mich immun. Mein Körper stößt Augmentierungen nicht ab. Ich habe nie Neuropuzin gebraucht. Vielleicht ist das der Schlüssel. Ja. Keine Neuropuzin-Abhängigkeit? Wie fühlt man sich da oben? Du bist einer von einer Milliarde? Trotzdem, probier diese Theorie nicht aus. Du könntest diesmal weniger Glück haben. Im Darknet kursieren Bilder von Ruckers Leiche. Wenn Brown und seine potenziellen Investoren eine Dosis abkriegen und Pikes Bilder von ihnen zeigt, ist das eine starke Botschaft. Ja, dann ist vorbei. Ich sollte Miller warnen. Wenn du willst, kannst du hierbleiben. Ich komm schon klar. Wenn die Taskforce in London eintrifft, halt mich auf dem Laufenden. Man kann nie wissen. Viel Glück, Adam. Und pass auf dich auf. Miller, hier Jensen. Arbeitet MacCready noch an dem Plan für London? Wir haben nämlich eine neue Variable. Sagen Sie es ihm selbst auf dem Flugfeld von TF-29. Wir sind unterwegs. Verstanden. Wie komme ich dahin? Verdammte Ausgangssperre. Gehen Sie zu Chicane. Der fliegt Sie hin. Miller out. Okay. Tja, dann müssen wir da jetzt hin und müssen
gucken, dass wir das irgendwie verhindern. Weiß zwar noch nie wie, aber irgendwie. Das kann auch interessant werden. So. Alter Schwede, springt er hoch. Das geht ja gar nicht. So. So, dann mal hinpilgern. Das habe ich auch noch nicht gehabt. Unter dem Video, was ich hochlade, steht gerade ungültige Anfrage. Das Video wurde gelöscht. Ist ja auch krass. Naja. Mal überrauschen lassen, was das nun ist und weswegen. Und bli und bla und blub. Ein Glück, das war knapp. Meine Frau wird mich umbringen. So, sind wir da. So, Jungs und Mädels, sollte euch dieses Video gefallen haben, lasst bitte ein Abo oder ein Like da. Sollte es euch nicht gefallen haben, könnt ihr mir auch gerne ein Dislike geben, aber dann schreibt bitte was in die Kommentare, damit ich weiß, woran es gelegen hat, damit ich was ändern kann. Und denkt bitte dran, ein Abo oder ein Like tut niemandem weh. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis denn dann.